Moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Möller, ich bin Küchenchef hier in der Fleth Kochschule. Wir machen Hamburger Küche von der schnellen Kelle über Kochen wie bei Modern bis hin zum Feinschmecker-Kochkurs. Wir kochen heute Hamburger Pannfisch mit Schmorgurken. Ich gehe schon mal in die Küche und wir treffen uns dann gleich am Herd. So, wir bereiten jetzt den Kabeljau zu. Wir haben den Kabeljau gewählt, weil er ein sehr schmackhaftes, festes Fleisch hat und recht einfach zu verarbeiten ist. Wir nehmen ihn einfach nur von der Haut und werden die Gräten ziehen. Wir portionieren den jetzt auf ca. 120 Gramm. Und danach geht der Fisch erstmal wieder in die Kühlung. Der kommt dann nachher mit unserer fertigen Soße erst wieder zum Einsatz. Die ganzen Fischabschnitte, das heißt die ganze Haut, alles was wir jetzt hier an Abschnitten vom Bauchlappen und die Gräten haben, da setzen wir einen Fond an. Das heißt, wir werden die in kaltes Wasser tun, Gemüse dazu tun, welches wir hier haben. Das heißt Fenchel, Sellerie, das Weiße vom Lauch und eine weiße Karotte. Für den Fischfond nehmt ihr jetzt einfach bloß die Fischabschnitte, gebt die ins kalte Wasser, macht noch einen Schluck Weißwein dazu für den Geschmack und kocht das Ganze erstmal auf, bis die Trübstoffe hochkommen. Die schöpft ihr mit einer Schaumkelle ab und danach kommt erst das Gemüse dazu. Das Gemüse schneidet ihr einfach bloß ein bisschen klein. Das heißt, ihr nehmt hier ein Stück Fenchel. Für die Menge braucht man nicht viel. Wichtig ist, wenn ihr einen weißen Fond haben wollt, das heißt einen hellen Fond, dass ihr auch bloß das helle Gemüse nehmt. Wenn ihr irgendwas Dunkles reinschneidet, habt ihr auch automatisch einen dunkleren Fond. So, und vom Staudensellerie nehmen wir auch nur so ein kleines Stück. So, ein bisschen Petersilienstängel mit rein. Alles für den Geschmack. Beim Fischfond kommt jetzt langsam so der weiße Schaum hoch. Den nehmen wir einmal ab. Das ist einfach nur dafür da, dass die Brühe nachher richtig schön klar wird. Das ist gerade wenn man so eine Fischsuppe macht, ist das immer sehr schön. Und darum gibt man das Gemüse und die Trockengewürze auch immer erst hinterher rein, weil die würde man ansonsten jetzt alles wieder rausfischen müssen. Wenn ihr das Gemüse dazugegeben habt, kommen noch ein paar Trockengewürze dazu. Wir nehmen hier ein bisschen Senfsaat, zwei, drei Pfefferkörner, zwei Pimentkörner, ein bisschen Fenchel, ein kleines Lorbeerblatt. Und damit der Fischgeschmack richtig schön rauskommt, machen wir noch eine kleine Prise Salz ran und lassen das jetzt einfach noch mal so 20 Minuten ziehen bei schwacher Hitze. So, wir machen jetzt die Senfsoße. Dafür nehmen wir einfach hier den klein geschnittenen Sellerie, die Schalotten, schneiden noch für die fruchtige Note einen Apfel mit rein. Als Unterstützung für den Senf nehmen wir immer ganz gerne Meerrettich. Dann haben wir hier unseren leckeren Pixelsenf von Senf Pauli. Und um das Ganze noch abzurunden, nehmen wir einen kleinen Schuss Pernod und Nolipra. Nehmen dann unseren Fond, der gleich fertig ist, und gießen das Ganze noch mit Sahne auf. Dann wird das püriert und durch ein feines Sieb passiert. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Nehmen dafür ein Stück Butter. Nehmen wir hier. Sellerie und Schalotten können wir schon beigeben. Und dann kommt jetzt noch der Apfel dazu. Ruhig mit Kerngehäuse und allem drum und dran. Das wird nachher nur püriert und durch ein feines Sieb passiert. Das heißt, es ist alles. Man wird es nachher nicht mitessen. Und Butter kriegt jetzt schon so eine richtig schöne nussige Note. Immer sehr fein. Wir verwenden deswegen Meerrettich aus dem Glas, weil der frische würde sofort sein Aroma verlieren. Und der andere behält es richtig schön. Wir passieren jetzt den Fischfond durch so ein kleines Tuch. So. Kommt unten schön eine schön klare Brühe raus. Und dann nehmen wir jetzt einen Teil, kippen einfach unser Gemüse damit auf und lassen das jetzt einen kleinen Moment kochen. Und dann geht das Ganze in den Mixer. So, ein kleiner Schluck Sahne kommt auch noch dazu.
kommt das Ganze nochmal durch ein feines Sieb. So, und die Konsistenz hier ist auch schon wunderbar. Das heißt, wir machen gleich einfach nur noch mal ein bisschen Senf rein, damit wir die Stückchen von diesem feinen Pixelsenf drin haben. Und dann werden wir nachher den Kabeljau in der Soße garen. Wir machen jetzt die Schmorgurke. Dafür benötigen wir noch Schmand, etwas Butter, Dill und Schalotten, etwas Zucker und Salz. Aber ich komme jetzt vorher noch mal auf unsere kleinen Besonderheiten hier zu sprechen. Wir haben hier noch ein paar verschiedene Gurken für euch mitgebracht. Und zwar haben wir einmal die Zitronengurke, die Netzgurke. Wir haben hier eine wilde Gurke oder eine Vierländer-Schlangengurke oder Vierländer-Mini-Gurke. Kann ich euch mal kurz zeigen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Netzgurke. Ist vom Geschmack her mehr so ein bisschen herber. Ist die Zitronengurke, die ist vom Geschmack her so ein bisschen süßlich. Die Mini-Gurke schmeckt eigentlich so wie die ganz normale Salatgurke, ist aber sehr fein vom Aroma. Und das ist eigentlich das, was ihr alle kennt als normale Stangengurke, bloß dass die halt so ein bisschen, ja, ich sag mal, krumm gewachsen ist. Und das hier ist so das kleine Highlight. Das findet man heutzutage sehr selten. Das sind so die wilden Gurken. Und die haben halt einen sehr festen Biss, eignen sich super zum Einlegen oder einfach so frisch als Salat. Super lecker, aber wie gesagt, sehr schwer zu kriegen. So, das ist die Schmorgurke. Bei der Schmorgurke ist ganz wichtig, dass ihr hier oben entweder ein Stück abschneidet oder eben ganz wichtig von der Blüte zum Stiel schneidet. Das heißt, hier unten sitzen die Bitterstoffe. Es gibt heutzutage ganz wenige Gurken, die es noch haben. Aus normalen Salatgurken ist rausgezüchtet. Kennt man vielleicht noch von früher, wenn der Gurkensalat auf einmal bitter war, dann wurde die Gurke falsch rumgeschält. Das heißt, wir schneiden jetzt hier hinten einfach so ein kleines Stück ab und schälen die Gurke von der Blüte nach unten. So, wir schneiden jetzt die Gurke in Würfel. Das heißt, dazu halbieren wir sie einmal. Und danach fütteln wir sie nochmal. Schneiden das Kerngehäuse raus. Ihr könnt übrigens die Schalen und das Kerngehäuse super für einen Gurkenessig verwenden. Das heißt, ihr nehmt dann einfach nur die Schalen, kippt Essig drauf, ein paar Gewürze drauf und lasst das einfach mal 2-3 Wochen stehen. Und danach habt ihr einen super leckeren Gurkenessig. So, jetzt schneiden wir erst Streifen aus den Gurken. Das heißt, so ungefähr die Decke und danach schöne Würfel, so relativ gleichmäßig. So, wir schneiden jetzt noch eine Schalotte in feine Brunoise, das heißt ganz feine Würfel. Dafür schälen wir sie, halbieren sie. Ganz wichtig ist dabei, dass man hinten das Teil, quasi den Strunk, ganz lässt, damit sie beim Schneiden nicht auseinanderfällt. Dann schneidet man sie in ganz feine Streifen, am besten noch einmal einschneiden. Und dann werden sie ganz fein runtergeschnitten. Wir zupfen jetzt hier nochmal ein bisschen Dill. Den schneiden wir dann gleich klein. Der kommt dann sozusagen am Ende, wenn die Schmorgurken schon fertig sind, einfach mit rein als kleinen Geschmacksträger. So, jetzt geben wir die Gurken in die Pfanne, braten die ordentlich an und lassen die richtig schön Farbe nehmen, sodass die einen richtig schönen Schmorgeschmack kriegen. Dabei können wir auch schon mal würzen. Dabei ist ganz wichtig, dass ihr ein hochwertiges Salz nehmt. Wir verwenden Himalaya-Salz. Ihr könnt auch gerne ein gutes Meersalz nehmen. Pfeffer machen wir erst später ran, weil der würde jetzt verbrennen. So, als nächstes kommt ein kleiner Schluck Weißwein. Und für die Säure nochmal ein kleiner Schuss Essig. So. Dann kommt nochmal unser leckerer Senf Pauli-Senf. So, jetzt nehmen wir die Hitze runter und als nächstes kommt dann der Schmand. So, probieren wir nochmal. Ja, sehr lecker. Wir machen noch eine kleine Prise Salz, eine kleine Prise Rohrzucker. So, jetzt kommt der letzte Schritt. Wir nehmen jetzt einfach die fertige Senfsoße, geben die nochmal in eine kleine Pfanne. So. Lass sie ruhig einmal schön aufkochen. Dann haben wir hier drüben die fertigen Kabeljaufilets. Die werden leicht gewürzt mit Salz.
Und wir verwenden zusätzlich noch unser Fleet-Fischgewürz. Das ist so ein kleiner Misch aus Anis, Fenchel, Kardamom, Lorbeer, Pfeffer und Meersalz. So, jetzt fängt es hier schon langsam an zu köcheln. Wichtig ist, dass der Fisch nicht übergart wird, dann fällt er auseinander. Das heißt, ihr gebt dem der Soße einmal richtig schön Hitze und lasst den Fisch danach eigentlich nur noch ziehen. Hier sieht man auch ganz schön diese kleinen Senfkörner. Nun servieren wir euch den Hamburger Pannfisch mit Schmorgurken. Ich hoffe, es war nach eurem Geschmack und wir würden uns freuen, euch zu einem Kochkurs in der Fleet Kochschule begrüßen zu dürfen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de